Ja, ihr denkt jetzt, ich mache ein Bild, aber ich habe ein Video gemacht. So, wir sind noch ein bisschen hier Aftershow. Markus, ich war mal so frei, die Leute einzuladen in die Suite. Weil was bringt einem, das, ich sag das immer, was bringt einem, wenn man was Schönes hat, aber man kann es mit keinem teilen? Ich muss auch mal nochmal das Gespräch, müssen wir nochmal über deine Freundin führen. Ich meine, nein, das war zu weit, das tut mir leid. Nein, aber das, was ich wirklich meine, tatsächlich, ist einfach, es bringt einfach gar nichts, schöne Dinge, sowas zu haben, irgendwie diese materiellen Sachen, sowas, wenn man sie nicht teilen kann. Das ist das Mindeste. Und deswegen bin ich happy, Markus, dass du am Start bist. Freut mich. Das ist der Teil, wo du noch High Five gibst. Sehr gut. Die Frage ist, wer seid ihr eigentlich? Bitte? Ah, und du bist einfach der beste Freund von Nick. Ah, der bringt einfach alle Leute mit. Wo ist denn der? Ich muss den mal verprügeln hier. Aber hat er... Und irgendwer hat hier asoziale Musik angemacht. Nick, wer war das? Ich hab das gemacht. Ja, die Badewanne ist voll. Wer war das? Das habe ich sie gerade auch gefragt. So, meine lieben Freunde, wir sind schon wieder auf dem Heimweg jetzt nach Berlin, gefühlt. Es ist noch eine kleine Nacht dazwischen. Und dann geht es erstmal zurück, ja? Also, heute würde ich sagen, die Party war gut. Ja, die ist noch voll im Gange, oder? Aber jetzt reicht's langsam. Nee, ich hab gar keine Zeit. Geiler Ausblick, hübsche Mädels. Maschine, wie heißt nochmal? Christoph. Christoph ist Maschine. Ja, Mann. So, Freunde, der ein oder andere wird jetzt vielleicht lachen, aber ich bin leider schon sehr spät dran. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin dann auch gerne mal so von der Sorte, die einfach, guck mal, goodbye Frankfurt, oder? Heftiger Ausblick. Also, das ist echt krass, das habe ich so bisher noch nicht gehabt. Ich bin von der Sorte, der dann auch das mal genießt und auch mal vielleicht auch 2 Minuten zu lang. Und jetzt bin ich tatsächlich am Hetzen und springe jetzt ins Taxi und hoffe, dass ich meinen Flug noch bekomme. Wir sehen uns dann auf jeden Fall gleich wieder. So, meine lieben Freunde, das ist übrigens der Björn. So. Hallo Björn. Wir sind gerade in Las Palmas de Gran Canaria. Und zwar genau genommen heißt diese Location, es ist eine Mall, Las Arenas. Und wir haben gerade mal eine Speicherkarte geholt für die Kamera. Wir werden jetzt ein bisschen arbeiten, oben in der Sonne auf der Dachterrasse. Wir werden dabei vielleicht noch ein Käffchen trinken oder ein Teechen oder irgendwie sowas. Bisschen Koks und Nutten bestellen und dann geht's los. Dann werden wir nämlich gleich ein paar Häuser besichtigen und ich weiß nicht, ob ich dabei filmen kann. Die letzten Male, wenn ich Sachen besichtigt hatte, waren die immer so ein bisschen verwirrt davon, wenn ich gefilmt habe. Deswegen kann ich nicht garantieren, dass wir euch mitnehmen können, aber zumindest mal so von ganz außen drauf filmen oder sowas, das sollte irgendwie möglich sein. Und ja, jetzt arbeiten, oder? Ja, gut. Bis gleich. Weihnachten. Läuft. Gut, jetzt aber wirklich, Björn, du musst ein bisschen arbeiten. Arbeiten schon wieder? Ja. Jetzt wird bitte ein bisschen was geschafft. Gut, bis gleich. According to our recommendation, they remove some pieces of art and brightening a little bit walls and so on. Mm-hmm. Right? The house is very large. The information is exactly what appears on our website. And this is amazing. Actually, I was just taking a look at a house. And I don't remember where it is, but it was very expensive as well. Mm-hmm. But it was super modern, and I'm torn apart because I like both. I like when it's super modern, but mm-hmm. I also like it when it's it has this like retro charm. Oh yeah. So mm-hmm. This has the second part of it, like the retro charm, and that's pretty cool.
Wie fanden Sie die Wohnung gerade? Jo, also im Vergleich zu dem, wir haben ja jetzt momentan Berlin 240 Quadratmeter. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, die war echt klein, gerade weil sie auch aufgeteilt war natürlich in irgendwie mehrere Räume. Also sie ist halt heftig, weil sie ist halt irgendwie im 20. Stock oder so. Und man sieht halt so ewig weit aufs Meer raus und den Hafen und in die Stadt und an dem Strand. Und es ist eine mies fett geile Wohnung. Es ist wirklich richtig geil. Das kann ich echt sagen. Aber, und das ist so ein bisschen meine Sorge, sie ist halt auch kleiner als die Wohnung in Berlin. Und das macht es halt so ein bisschen schwer. Und gerade weil ich ja jetzt vorhabe, da mit mehreren Leuten reinzugehen und so, dann... Wissen nur geht so, weil mal abwarten noch, was die Häuser jetzt ergeben. Aber eine Sache hat die Wohnung halt allen Häusern voraus, die wir uns anschauen. Die ist halt mitten in der Stadt und das ist halt echt geil. Ja, weil der Punkt ist einfach, am Ende des Tages, ich habe zwar Bock auf eine Villa irgendwo auf dem Land, sie kostet auch ungefähr das gleiche wie dieses, ist das ein Penthouse? Ein Penthouse ist ja oben drauf. Also es ist noch irgendwie noch ein Stockwerk drüber, also ist es ja eigentlich kein Penthouse. Es ist ja eigentlich eine Wohnung dann einfach. Ich habe halt Bock auf eine geile Villa mit Pool und allem drum und dran. Aber wenn die halt dann wieder irgendwie 20 Minuten raus ist aus der Stadt, dann kann man halt nicht laufen, dann kann man nicht mal eben schnell runtergehen und irgendwas machen oder so, sondern man muss halt immer in die Stadt fahren. Und dieses in die Stadt fahren, ich glaube, dass ich da keinen Bock drauf habe. Wo ist denn jetzt eigentlich? Ich suche gerade das Einkaufszentrum. Ich glaube, wir fahren doch wieder in die falsche Richtung jetzt. Oder nee, da ist es. El Muelle heißt es. Ja, das ist es. Und deswegen mal gucken. Also gestern zwei Häuser angeguckt. Das erste war schon ziemlich krass auch, aber das war... ein bisschen weiter raus auch und dann war da so eine Schranke vor dem, das war so ein privates Wohngebiet und da war so eine Schranke davor, die halt aber nur vom Haus aus oder vom, irgendwie der Bewohner kann die irgendwie auf und zu machen nur. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Gast kommt, muss der anrufen und sagen, ich bin jetzt gerade an der Schranke, mach die mal bitte auf. Und das ist halt, wenn du halt mit so vielen Leuten dann da bist und da kommen viele und so weiter, das finde ich kacke. Das ist einfach sehr umständlich. Deswegen, so jetzt fahren wir doch wieder falsch, oder? Ja, Autofahren in Spanien, ne? Ja, also einfach mal gucken, was heute die beiden Häuser ergeben. Das zweite Haus gestern war leider ein bisschen ernüchternd, weil es war zu antik. Von daher, das sah auf den Bildern richtig heftig aus. Aber das war dann vor Ort leider ein bisschen zu antik. Und jetzt gucken wir einfach mal, was die anderen zwei Häuser, glaube ich, die anderen zwei Häuser noch hergeben. Jetzt geht es erstmal ein bisschen arbeiten. Wir sind wirklich im Kreis gefahren einmal jetzt gerade. Sehr gut. Wenigstens ist das Wetter gut. Bis gleich.